Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Grounded, meine Freunde. Das war der falsche Schlag. So, ja, wir haben die Nacht wieder mal Kleinigkeiten gemacht. Wir haben wieder ein bisschen Zeug gesammelt. Wir waren oben an der Saftform einsammeln und ja, diverse Dinge geerntet. Bisschen was repariert. Na? Und ja, so richtig zufrieden bin ich mit dem letzten Übergang dort nicht, weil wir da nicht mühelos rüberkommen, sondern es uns ein bisschen da aufhält. Das gefällt mir nicht so ganz. Da muss ich mir nochmal irgendwie was überlegen, wie wir das besser hinbekommen. Und ja, jetzt muss ich bloß mal das was. Dann machen wir hier noch eine hin. So, machen wir hier eine hin. Sehr schön, hier eine. Dann da, da. Da, da, und hier gefällt mir es nicht. Na, das ist das. Ja. Ich muss mal schauen, wie das jetzt aussieht, wenn wir das hier an der Höhe ein bisschen verändern. So. Vielleicht kriegt man das hin, wenn wir das so machen. Und dann wird es auch nicht besser. Nee, das ist Mist. Das nehmen wir wieder weg. Ich hätte es irgendwie gerne so. Wir probieren das mal. Aha, so will das auch nicht. Okay. Na, weißt du was? Dann müssen wir das wahrscheinlich so machen. Dann ist das so. Dann lässt sich das eben nicht ändern. Wir werden jetzt mal die Leiter hier versuchen dran zu bekommen. Da haben wir dort eine Schwelle. Nee. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Wir machen mal ganz kurz was anderes, wenn ich hier den so hinsetze. Dann da die Leiter drauf, die Grastreppe. Dann kommen wir nicht ganz hoch. Ja, dann kommen wir nicht ganz zur Potte. Das können wir dann, denke ich, ausgleichen. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht so haben. Wir wollen ja. Ich muss das nochmal wegmachen. Machen hier unten einen Lärm? Wahnsinn. Doch nicht alles, was der uns gibt, oder? Ja, der muss dann das Ganze machen, ne? Schade, dass es da nur diese Abstufung gibt. Das ist ein bisschen kontraproduktiv für das Ganze.
Das ist blöd. Warum es hier nicht anschließen lässt, verstehe ich auch nicht. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also Kleedach, wir probieren das mal mit einem Kleedach. Kommen wir dran. Wir könnten es oben nochmal mit Holz sichern. So, dann machen wir das hier weg. Und wir können hier nochmal schauen, ob wir hier das mit einer Treppe lösen können. Können wir? Können wir nicht. Können wir nicht. Kommst du trotzdem hier hoch? Nee. Siehst du, das willst du nämlich nicht machen. Jetzt hier einen schön runtergepfeffert. Wunderbar. Ja, so machen wir es. Okay, gut. Dann haben wir die Lösung jetzt gefunden, glaube ich. Und alle hopp. Jawohl. Sehr gut. Ach, hier ist er. So. Oh, guck mal, der ist hier. Du guckst dich das mal einer an. Krass. Der war wohl hier gucken bei uns. Das ist ja krass. Komisch, das funktioniert alles, ne? Einwandfrei hier. Aber solange das dann dort mal ein bisschen schief wird oder was? Hm. Naja. Es scheint, wir haben ja jetzt eine Lösung gefunden. Dann werden wir das auch so machen. Ja, jetzt bräuchten wir, theoretisch bräuchten wir jetzt Gras. Gras, das sind mindestens 4, 8. 12, 16 Gras. Ich kann da gar nicht runterhuppen, ne? Weil sich es dann auflöst. Hm. Na, das ist okay. So können wir es machen. Läuft.
Ja, ist natürlich noch nicht so die schönste Variante, das wissen wir alle. Ich hätte das lieber so als gleitenden Übergang gehabt, so schön wie die anderen auch, aber wenn es hier gerade aus irgendeinem Grund halt nicht so geht, dann ist das eben mal so. Müssen wir halt damit leben. So, das haben wir auch. Okay. Ich probiere mal, wo es hinfällt. Okay. Dann halt dorthin. Wo ist denn das? Stimmt ja. Fehlt ja noch was. Oh, wir sind gar nicht ganz oben. Ei, oh nee. Das ist ja jetzt. Ach, das ist doch jetzt hier. Nee, das kommt zu hoch, ne? Wenn wir das machen. Warte mal, wir machen das nochmal. Wenn ich das mache. Dann habe ich eine kleine Erhöhung. Und die gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ich brauche 2 Steine, 2 Lehm oder 3 Steine. Und dann kann das losgehen. Also, Blütenblätter fallen hier vom Himmel. Bei mir passt das. Ja, tut mir leid, dass wir heute schon wieder bauen, dass wir hier nicht fortkommen und die Milben und so machen. Es ist natürlich Banane, aber wenn ich mich dann mal so festgefressen habe, dann möchte ich das auch gerne beenden. Außer ich verliere total die Lust dran. Das ist natürlich dann auch nicht so schön. So, wir brauchten 2 Lehm und 3 Steine, glaube ich. 1, 2, 3. Den können wir mal essen. Den essen wir gleich mal. So. Und dann trinken wir noch was. Hydration is the key to performance. Dann können wir wieder los. Wie spät haben wir es denn? 12 Uhr. Wir könnten natürlich auch erstmal hier auf Wanderschaft gehen, ne? Das werden wir jetzt auch machen. Ich rüste mich da bloß nochmal schnell aus. So, und dann nehme ich das. Und dann schauen wir mal, wo wir hier die Milben finden. Und die Stechmücken brauchen wir noch. Wie gesagt, gehen wir erstmal hier zum Bombardier. Da können wir mal uns die Milben einverleiben. So, was knackt hier? Und das nicht zu wenig. War das der Marienkäfer? Eigentlich waren das die Geräusche vom Marienkäfer, ne? So, da haben wir 2. Da, wo bist du? Da bist du. Da sind wir bei 4. Zweimal daneben gehauen, Wahnsinn.
So. Haben wir da hinten noch ein paar Wanzen? Keine Wanzen? Milben meine ich, nicht Wanzen. Das ist ja wieder. Und wir haben gar keine, es gibt gar keine Köpfe mehr, oder was? Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. So, ja, Milben scheint sich erstmal erledigt zu haben. Würde ich sagen, wir widmen uns jetzt den, wie heißen sie? Stechmücken? Das ist zwar ein ganzer Weg bis dorthin, aber ich packe mal die Keule weg, vielleicht sind wir da ein bisschen schneller. Ich glaube, es ist der falsche Weg. Hä? Ich muss mal kurz gucken. Ja, wir sind ein bisschen falsch gelaufen. Egal, wir bleiben jetzt hier drauf. Nee, jetzt hört er auf. Marienkäfer. Wo sind wir denn jetzt her? Ich glaube, wir müssen hier lang. Mal sehen, wie schnell wir drüben sind. Also Marienkäfer gibt es hier in Hülle und Fülle. Das ist nicht das Problem. Das können wir die Nacht wegmachen. Ja, Federn. Ich hätte gedacht, ich war ja auch einmal gucken drüben am Seerosenteich hier. Ob der vielleicht, wenn der immer auf dem Dach da drüben landet, ob dort die Seerohe hier die Federn sich ablegen oder ob er die dort verliert, ist leider auch nicht der Fall. Ja. Von daher. Wir flitzen da mal rüber. Und weiter geht's.
Ja, wir hatten eigentlich die Ameisenrüstung erst repariert, ne? Den Brustpanzer und die Beinschienen. Aber dadurch, dass wir mit den 3 oder 4 Mal jetzt schon kollidiert sind, hat das natürlich schon wieder 50% Schaden. Ne? War nicht schlecht. Zwei brauchen wir noch. 5 Milben brauchen wir noch. Kriegen wir alles hin. Ah, na guck mal einer an. Sehr schön. Was können wir hier machen? Auch schön. Na. Ja, 2 gleich, das ist nicht so toll. Sehr gut, so macht man das. Gesehen? Den Verwundeten spielen und dann rein ins Holz. Oder wo immer. Okay. Ich habe mir ja letztens das hier mal so angeschaut und da kam mir eigentlich auch die Idee, dass man hier natürlich auch was bauen könnte. Ne? Da hätte man den Wasserzugang, man könnte also ganz leicht ins Wasser verschwinden. Man hätte hier jede Menge Stängel, Blütenblätter. Also da ging ja rein theoretisch auch was. Ja. Das wäre mal eine Überlegung, da vielleicht auch was aus diesen Holzrinde oder aus diesem ausgehöhlten Baumstumpf da etwas zu machen. So. Ja, und es wird schon wieder Abend. Das heißt für uns, wir sind schon wieder fast am Ende mit der Folge. Ja, Samtmilben, ich hätte gedacht, dass wir die auf einmal hinbekommen, aber dann machen wir es eben auf 2 Ritte. Ist auch kein Problem. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Das ist natürlich nicht so wie gewollt, aber kein Problem. Ja, sobald ihr mal was wisst, wie das sich mit den Federn verhält hier, wäre das eine nette Sache, mir mal zu sagen. Was liegt da oben? Soll das eine Feder sein? Nee, ist die Dachkante, wollte schon sagen. Also da seht ihr auch wieder den Raben, oder die Krähe besser gesagt. Naja. Und ja, also wie gesagt, das mit den, oh, das Wasser ist klar. Wow, oh, schade. Guck mal, wie schön man hier reingucken kann. Oh, das ist aber schade, wenn das nur so, wenn so wird's drüber. Lustig. Ja. Also mit den Marienkäfer, das Problem haben wir ein bisschen gelöst. Da haben wir wieder ein paar Teile da. Wir brauchen, wie gesagt, eine Handvoll Netze ab und zu mal. Das wäre nicht schlecht. Was ist denn das hier? Ah, da kommt was aus dem Wasser. Okay. Das ist aber nicht das Problem. Das kriegen wir auch hin. Federn ist ein wahnsinniges Problem. Ich bin froh, dass wir den Hut wieder gefunden haben. Und zum Tagesabschluss können wir nochmal schauen, was der in der Reparatur kostet. Ich glaube, da sind wir nämlich auch nicht so... Ja... Genau, und das ist nämlich genau das. Eine Feder, Bärenleder ist überhaupt kein Problem. Aber Federn halt, ne? Naja. Ich arbeite eigentlich viel mit dem Bogen und ich möchte den auch weiterhin nutzen. Können wir gleich nochmal schauen, was der kostet. Okay, also da müssen wir mal wieder die Glühwürmchen machen. Aber die sind ja nicht mehr dort. Das sind ja jetzt die Stechmücken. Da waren früher die Glühwürmchen eigentlich.
Die sind umplatziert worden. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Das letzte Mal waren die ja hier hinten. Jetzt muss ich mal hier rausgehen. Hier hinten. Wo wir hier waren. Hier waren dann irgendwie noch Glühwürmchen gewesen. Hier oder hier so in dem Bereich. Die haben sich dann hier danach zur Ruhe gesetzt. Also das wäre wohl irgendwie hier so. Ich weiß nicht genau, wo wir waren. War ein bisschen verworren damals. Das wäre also das nächste, wo man wieder Glühwürmchenmaterial herbekommt. Und ich würde sagen, wir reparieren die trotzdem. Auch wenn sie nicht so prickelnd ist, finde ich. Da fehlt es mir erheblich an Leuchtkraft. Das sage ich so, wie es ist. Und ja, lässt sich nicht ändern. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Danke, danke.